Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base hier bei Heisenberg zockt. Ihr seht es, die Schleusen sind oben, wir machen die Schleuse nach unten. Sind keine Schleusen, das sind irgendwelche Deckel. Egal, ja, herzlich willkommen zu einem spätnächtlichen Planet Base. Bei mir ist gerade mitten in der Nacht, ich müsste eigentlich schon lange ins Bett, aber nee, ich hatte keine Lust zum Schlafen, ich wollte irgendwie Planet Base spielen. Ja, das gibt's halt manchmal und deswegen spiele ich jetzt Planet Base und das mit euch und das ist natürlich eh noch schöner, wie alleine zu spielen. Jetzt muss ich mich nur erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen. Guck mal, Nahrung haben wir bis zum Abwinken. Hier fehlen noch die ganzen Trommeln und so. Ja, eben wegen den Metallen. Das habe ich ja in der letzten Folge noch angesprochen, dass das ein bisschen gemein ist, dass man halt eben diese, wenn man Metallprozessoren bauen will, dass man ausgerechnet Metall braucht. Weswegen baut man die wohl? Ja, ja, das Spiel hat sich schon was überlegt. Labor hat kein Wasser. Ja, das ist auch in Arbeit, wenn ich mich richtig erinnere. Genau hier hinten. Und jetzt würde ich gerne mal noch schnell gucken wegen der Energie. Jetzt können wir gerade gucken. Das sollte ja ungefähr das Dreifache sein. Also was man produziert, sollte das Dreifache sein von dem, was man braucht. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Deswegen erstmal gucken. Ja, nee, Eisen haben wir sowieso zu wenig, wenn wir das da unten für die ganzen Maschinen brauchen. Aber wir werden hier trotzdem mal nochmal so ein Teil hinstellen. Passt das noch hier unten irgendwo hin? Nö. Okay, da kommst du hier oben hin. Da kommt, wenn wir Glück haben, ein Handelsschiff. Tatsächlich, du bringst uns Eisen. Ich sehe es kommen. Ganz viel Eisen bringst du uns. Du bringst uns alles. Nur kein Eisen. Nein, alles auch nicht. Aber ja, Medikamente brauchen wir nicht unbedingt. Dann kann ich dich auch wieder entlassen. In den Kommentaren stand noch, setz doch auf... eben genau Arzneimittel. Das wäre schon eine Idee. Die bringen natürlich viel, viel Geld. Aber dafür müssten wir ja wahrscheinlich nochmal ein Biodom hinstellen, das dann nur mit Heilpflanzen bestückt ist. Und außerdem noch so ein, hier, wie heißen die Teile? Ein Labor halt. Und statt dass wir hier Essensfertiger bzw. so Gewebegeneratoren reinstellen, müssen wir hier halt die Ärztetische reinstellen. Irgendwo haben wir doch einen hier oben, genau. Die heißen bestimmt nicht Ärztetische, sondern Arbeitstische. Okay, auch gut. Da ist sowieso gerade einer dran. Sehr schön, der macht gerade Medikamente. Wir haben keine mehr im Moment. Ich würde sagen, das könnten wir in der Zukunft wirklich mal ins Auge fassen, dass wir das machen. Je ein so ein Teil mit je den Tischen drin und je den Heilpflanzen und dann ein bisschen versuchen Geld zu machen. Mit Hilfe dieser Medikamente, die wir verkaufen können. Wir können die natürlich sowieso gut gebrauchen, wenn wir einen Raumhafen haben. Einen großen, wenn Besucher kommen. Die haben ja meistens auch irgendwelche Brüche und Zeugs. Die sind auch ganz froh, wenn wir Medikamente haben. Warum läuft das hier eigentlich langsam? Weil ich erst gerade wieder angefangen habe, um meine Frage gleich mal selber zu beantworten. Brauchen wir irgendwas ganz dringend? Mal abgesehen von der Energie. Ja, wenn man hier guckt, sieht man eigentlich, dass wir sowieso im Moment relativ gut bedient sind mit Energie. Obwohl jetzt ist gerade Nacht und die bleiben stehen. Hätte ich vielleicht auch besser nichts gesagt. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass wir nochmal so einen Kollektoren gebrauchen könnten. Aber das bringt nichts, den jetzt hier in Auftrag zu geben, wenn das Ding hier noch nicht steht. Und hier unten halt die ganzen Sachen noch fehlen. Jetzt müssen wir einen Moment Geduld haben. Jetzt wurde die Bot-Werkstatt gebaut. Sehr gut. Haben wir das schon eingeteilt hier? Ja, da eine Maschine macht die Bohrbots. Da haben wir das Patent dafür bekommen. Das passt. Wasser ist auch schon hier hinten? Nein, auch nicht. Okay. Ist sogar priorisiert und geht nicht vorwärts. Das ist einfach, weil einmal mehr das Eisen fehlt. Wir machen was dagegen, indem wir hier die Prozession hingestellt haben. Und hier haben wir priorisiert. Ja, es ist doch, wir könnten eine zweite Mine gebrauchen. Aber das führt mich zum nächsten Gedanken, denn... Genau, wir haben die Kolonisten ja abgestellt. Jetzt haben wir wieder genug Nahrung. Dann laden wir die herzlich wieder auf unseren oder auf in unsere Basis ein. Das mit dem Wasser können wir vergessen. Ich meine, da müssen wir jetzt einfach die Geduld haben, dass da hinten gebaut wird. Hier wird teleskopiert. Das ist auch schön. Ja, und sonst sind wir halt jetzt eben bei dem Punkt, den man bei dem Spiel öfters mal erreicht, dass man einfach mal einen Moment Geduld haben muss, bis hier alles halbwegs in die Gänge kommt. Ich bin schon auf Maximaltempo. Mehr können wir nicht machen. Macht doch mal das Wasser hier hinten hoch. Das ist priorisiert, Jungs. Noch ein Schiff.
Das sind wahrscheinlich Kolonisten. Nee, doch nicht. Bringst du Eisen? Nö. Warum auch? Hm. Erz. Wisst ihr was? Ich kaufe mal testweise Erz, um zu gucken, ob wir schneller zu Eisen kommen, wenn wir mal ein bisschen mehr Erz haben. 40% Kommission ist eigentlich okay. Da tauschen wir mal. Was tauschen wir denn? Am besten ein Erz. Nein, nicht wirklich. 30. Oh, Ersatzteile. Nee, Ersatzteile möchte ich überhaupt nicht tauschen. Da könnt ihr noch ein Steak haben. Und wir haben kein Geld. Das heißt, wir können hier leider nicht ja, mit Geld bezahlen. Aber jetzt kommen wir ein bisschen zu Geld. Ja, 3. 60, 60. Okay, passt ja. Machen wir mal. Okay, dann handelt das mal. Dann sehen wir, was passiert, wenn wir mehr Erze haben, ob dann hier besser gearbeitet wird in Sachen Metalle. Mal gucken, da steht schon wieder so ein Ding mehr. Also das scheint da dann langsam mal vorwärts zu gehen, aber solange die da drin die Inneneinrichtung machen, kommen wir hier nicht zu Wasser. Und Wasser bräuchten wir natürlich dann auch mal langsam. Denn das ist natürlich schlecht, wenn hier oben da und das Wasser fehlt. Ich weiß gar nicht, produzieren die trotzdem? Was haben die denn für ein Problem, wenn Wasser fehlt? Irgendwas muss ja sein. Ja, jetzt haben sie wieder Wasser. Das ist schlecht, wenn man gerade gucken will, wo das Problem ist. Ist aber gut für die Produktion. Ich nehme mal an, die produzieren auch, wenn sie kein Wasser haben, wahrscheinlich einfach nicht so schnell. Und hier das Lager füllt sich mit Nahrung. Wunderbar. Das ist bestens. Dann können jetzt eigentlich auch wieder Kolonisten kommen. Was haben wir denn hier für einen Status? Exzellent. Das liest sich gut. Das klingt gut. Das ist auch gut. Metallprozessor wurde gebaut. Ja, jetzt fehlt noch einer. Und dann können sie die Metalle wieder für hier vorne gebrauchen. Das ist auch sehr nett. Haben wir eine Bar? Eine Bar haben wir doch irgendwo. Hier. Da ist sie ja. Da wurde auch in die Kommentare geschrieben, macht doch vielleicht besser so ein Sportodrom oder wie die Teile heißen. ich guck mal, wie heißen die denn gleich nochmal. Hier unten war das irgendwo ein Multidom, genau, wo man Sport treiben kann. Denn da braucht man, ja, da braucht man nichts für, wenn man es dann hat. Denn hier, um die Getränke herzustellen, braucht man Gemüse. Sieht man hier. Das heißt, die verbrauchen uns hier auch unsere Nahrung. Nur, ich habe dann auch geschrieben, im Moment sieht es ja relativ okay aus. Ich würde mal sagen, wir lassen das mal so. Aber das nächste, was wir bauen für den Spaß, das ist dann definitiv so ein Multidom und nicht mehr eine Bar. Ah, guck mal jetzt. Das könnt ihr hochziehen, Jungs. Wo rennst du denn hin? Da kommen schon die Nächsten. Die gehen arbeiten. Wir brauchen einen Gelben. Hier, der Gelbe, genau. Der geht nach da hinten und baut das. Da fehlt noch alles. Das ist auch fast klar. Ah, jetzt haben wir hier aber sämtliche Sachen. Okay, ein Handelsschiff. Ich wollte gerade sagen, die Erze haben wir ja. Die sind aber, sind die echt schon wieder verbraucht? Das kann natürlich sein. Da ist es schwierig dann nachzuvollziehen, ob das was gebracht hat. Waffen bauen wir nicht. Oh, uiuiui. Das Ding könnte man natürlich gebrauchen, aber nee. Das ist leider jenseits dessen, was wir finanzieren können. Und den Rest brauchen wir nicht. Den stellen wir selber her. Mehr oder weniger zumindest. Wie sieht es denn mit Waffen aus? Haben wir irgendwo so eine Waffenwerkstatt, also so ein Waffenbau-Dingens? Da, Waffenwerkstatt, genau. Haben wir irgendwo eine Waffe gebaut? Nein, das können wir auch hier gucken. Wachen, die sind unbewaffnet, sonst würde das dahinter stehen. Ja, dann müsstet ihr hier halt auch mal, aber die brauchen wahrscheinlich auch Metall. Ja, die und Halbleiter, ach, hey, was die alles brauchen. Oh, und guck mal den armen Tropf an, den haben wir eingesperrt. Wie lange stehst du denn schon da? Ach, Herr Jemine. Mal ganz kurz Tempo runter. Wann haben wir den denn eingesperrt? Oh ja, der verdurstet und... Oh Gott, wie kriegen wir den jetzt hier raus? Kann ich das... Das kann ich. Okay, wird deaktiviert. Puh, guck mal. Ja, das war jetzt unsere gute Tat für heute. Unsere Pfadfinder-gute Tat. Heiliges bisschen. Aber ich hätte das natürlich jetzt doch wieder gerne verbunden. Wenn dann nicht wieder der nächste Karl-Heinz reinläuft, dann müsste das auch klappen. Das war jetzt reiner Zufall, dass ich das gesehen habe. Heieiei. Okay, Windturbine ist auch gebaut. Das ist schwierig zu beurteilen, wie das jetzt aussieht, aber das Dreifache wird es wahrscheinlich immer noch nicht sein. Deswegen neige ich dazu,
Ah, da fehlt eh noch die Verbindung. Ich würde sagen, als nächstes kommt dann wieder so ein Solarmodul. Das waren Kolonisten. Wie sieht es damit aus? 23, 21, eigentlich relativ gut. Das lassen wir mal so. Nahrung ist auch noch okay. Hier, ja, das. Ich frage mich gerade, sollen wir eher ein Solarmodul bauen oder sollen wir eher noch einen Kollektor bauen? Ich würde sagen, ein Solarmodul. Wir machen das mal. Das kostet gleich wieder 7 Eisen. Das war hier. Und wo bauen wir das hin? Auch irgendwo hier hinten hin, wo wir die ganzen anderen haben. So, denn da kann man definitiv nie genug von haben. Das ist auch eine alte Weisheit. Bringt das was? Irgendwie, ich glaube, es fehlen dann doch die Erze. Wir haben jetzt massig Pumpen. Also bauen wir noch eine Mine. Wobei wir brauchen da hinten die 7 Eisen, aber dann bauen wir jetzt zuerst noch die Mine. Mine. Mal gucken, wo du hinpasst. Wäre noch praktisch gewesen hier. Hier ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Wobei der Eingang ist dann hier hinten fast ein bisschen zu weit weg. Hier wäre näher. Dann kommt diese Mine hier hin. Und die priorisieren wir mal. Dann wird die gebaut, bevor sie hier hinten anfangen, am Solarmodul rumzuschrauben. Okay, und nachdem das Schiff jetzt hier so schnell wieder weg war, waren es dann wohl wieder Kolonisten. Wie viele haben wir denn? 74, okay, und ein Robby. Wir müssten auch mehr Robbys haben. Dringend, dringend. Priorisiert ist es. Aber eben, da braucht man auch Halbleiter. Und hier hinten ist gerade wieder gar nichts im Gange. Wenn wir das jetzt priorisieren, dann entkräften wir hier das wieder. Das lasse ich auch mal. Ja, abwarten. Gucken und abwarten. Schlafplätze haben sie. Eine Bar haben sie. Nahrung haben sie. Eigentlich haben sie alles. Außer Eisen haben sie alles. Da kommt noch ein Schiff. Nochmal Kolonisten. Zwei Arbeiter und ein Biologe. Okay, Arbeiter können wir immer gut gebrauchen. Spätestens wenn wir hier die neue Mine haben, brauchen wir da natürlich wieder welche. Leider, da wir noch keine Bohrbots haben. Ich nehme es mal an, wir haben noch keine Bohrbots. Der Bot hier. Wo haben wir den denn? Hier unten. Transport. Oh, wir haben zwei. Jetzt haben sie noch einen gebaut. Okay, ein Bohrbot haben wir. Gut, das hier auch? Ja, das wurde hier auch korrigiert sozusagen. Gut. Bestens, bestens, bestens. Dann kann da hinten ein Robby bohren gehen. Ja, der bohrt schon hier. Okay, ja, die können, die sollen bohren, wo sie wollen. Hauptsache ist eine Mine drin und Hauptsache wir kriegen Eisen. Sandsturm steht bevor. Wie geht das nochmal? Sandsturm steht bevor. Dann passiert, oh, der ist ja schon da. Dann habe ich wieder was verpasst. Hilfe! Moment! Alarmstufe rot. Bitte reinkommen. Oh, die Irren hier schon wieder fürchterlich in der Gegend rum. Dann habe ich die andere Meldung wieder verpasst. Was steht denn da zuerst? Sandsturm kommt bald oder irgend sowas. Und Sandsturm steht bevor, heißt dann wohl so viel wie... So, jetzt aber Luken dicht und Leute rein. Sonst gibt es ein Unglück. Überleben die das? Ja, wir werden sehen. Sonst wir haben drei Medikamente. Sonst können wir denen noch helfen. Hier vielleicht noch ein Bett rein. Das könnte auch nicht schaden. Bis jetzt haben wir es nicht gebraucht, aber sowas kann man ja auch auf Vorrat haben. Wieder schneller machen. Bei Sandsturm und bei Eindringlingen geht immer das Tempo automatisch runter. Muss man dann auch erstmal merken. Ressource erschöpft, okay. Ja, weil hier, ja, es läuft immer wieder aufs Eisen raus. So, jetzt können wir wieder Entwarnung geben. Das heißt, ihr könnt wieder raus. Haben wir jetzt hier irgendwelche Verletzten? Hier hinten? Ja, gleich zwei Stück. Okay. Da kommt Nachschub. Ingenieure. Aha. Wie viele haben wir jetzt von denen? Moment, das sehen wir hier besser. Arbeiter 27, 24. Ja, ich lasse es trotzdem mal noch. Das müsste passen. Ui, da kommt gleich der Nächste. Die geben sich hier die Klinke in die Hand. Ja, hat auch nichts Gescheites. Eine Genzwiebel. Okay, die würde ich glatt nehmen. 35% Kommission wäre noch die günstigste Variante. Aber womit bezahlen? Oh Gott. Nein. Entlassen. Wir müssen irgendwas im Überfluss haben.
Und ich tendiere schon dazu, das Ganze irgendwie in Richtung Medikamente zu machen. Aber eben, da müssten wir wirklich nochmal zwei Gebäude separat bauen. Und wir bauen im Moment doch eher noch an der Infrastruktur rum. Hier, die Dinger sind voll. Wir brauchen dringend einen Energiekollektor, einen zusätzlichen. Machen wir mal hier hin. Jetzt bringen sie hier schon Eisen. Die Mine steht. Okay. Ich werde die mal nicht priorisieren. Eine reicht. Und dann gucken wir mal. Mein Traum wäre ja, dass wir irgendwann vom Eisenhandel leben können. Nochmal zwei Biologen. Gut, Biologen bauen wir auch immer. Dann werden wir zumindest in absehbarer Zeit keine großen Nahrungsprobleme bekommen. Die Bar ist auch gut besucht. Meteoriten schlagen auch immer noch ein. Wäre auch komisch, wenn nicht. Es wird wieder dunkel und wir sind wieder auf den Wind angewiesen. Oder auf unsere Reserven hier hin. Eins von beiden. Gut, läuft. Schlafen tun sie, glaube ich, auch. Ja, hier ist gut belegt. Hier oben haben wir noch einen Schlafsaal. Hier ist eigentlich auch. Der ist eigentlich soweit auch gut belegt. Da könnte man fast schon einen dritten machen. Was mir halt einfach nie gefällt beim Thema Schlafräume, dass das Sackgassen sind. Das muss man sich immer zehnmal überlegen, wo man die hinmacht. Hier oben, hier hin zum Beispiel, wäre noch eine Möglichkeit. Aber dann brauchen wir wieder nochmal ein Sauerstoffding in der Nähe. Nochmal ein Kolonistenschiff. Das ist schwierig zu erkennen, was das für ein Geselle ist hier, wenn es dunkel ist. Aber es müsste ein Arbeiter gewesen sein. Oh, nee, Biologen waren das. Sehr schön, gut. Oder waren das die Biologen von vorhin? Schwierig zu sagen. Egal, Hauptsache sie sind gesund. Solarmodul sehr groß. 3, da bringt er nochmal eins. Auch okay. Ja, es ist ein bisschen warten. Halt, da ist nochmal ein Handelsschiff. Jetzt kommt er wieder mit Medikamenten. Das sind schon Humoristen. Wir brauchen keine Medikamente. Zumindest im Moment nicht. Aber wir bräuchten dann mal den Raumhafen noch. Wo machen wir den denn hin? Hier vielleicht. Kriegen wir den hier hin? Ich baue den noch nicht, aber ich guck mal. Ja, der würde hier hingehen. Dann hätten wir hier zwei Eingänge. Wir hätten hier die Sanitation, zumindest in klein. Und hier unten den Wachraum. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hui, da kommen wieder welche. Noch ein Biologe. Auch nicht schlecht. Der kann auch noch ein paar Medikamente machen. Boah, das war ein fetter Einschlag. Sag mal, was machst du hier? Das Ding schlägt gleich neben dem Meteorabfang Laser ein. Ist ja auch nicht schlecht. Da wird nicht gearbeitet. Ich glaube, ne, aber denen fehlen schon am ehesten die Erze. Hier wird aber auch gearbeitet. Da ist sogar der Bot drin. 5 Erze hätten wir. Und ein Solarmodul haben wir jetzt auch ein zusätzliches. Sehr schön. Dann könnten wir ja vielleicht hier mal wieder gucken. Wo war es denn gleich nochmal? Hier. Das ist halt immer noch nicht das Dreifache. Beim besten Willen nicht. Das ist noch nicht mal das Doppelte. Wir brauchen noch viel mehr Energie. Ein Kollektoren bauen wir da hinten nochmal. Dann bauen wir jetzt glatt hier nochmal so ein Windrad hin. Ich möchte das Dreifache haben, damit wir wirklich wenigstens vermeintlich auf der sicheren Seite sind. Kolonisten. Und jetzt heißt es wieder ein bisschen warten, wobei Sauerstoffverbrauch übersteigt. Produktion klingt natürlich auch nicht wirklich gut. Wasser. Ja, dann machen wir nochmal ein Sauerstoff-Dingens. Nur wo machen wir es hin? Wir haben hier welchen, wir haben hier welchen. Hier oben vielleicht am ehesten. Wenn wir den so hier hin machen, dann haben sie dort auch Sauerstoff. Und dahinter, ja, das ist gar nicht schlecht. Machen wir den mal hier hin. Machen wir gleich mal Priorität Nummer Uno, damit wir schnell wieder zu Sauerstoff kommen. Energie müssen wir jetzt endlich genug haben. Falsch. Status. Energie. 154. Ja, es windet wieder nicht mehr. Irgendwas ist immer Handelsschiff. Auch uninteressant. Könnten wir denn irgendwas in Geld verwandeln? Ich würde sagen, wir verkaufen hier mal ein bisschen was. Das müsste reichen. Und nehmen uns dafür das Geld. Denn Geld braucht, wie gesagt, keinen Lagerplatz im Schiff.
Und Geld kann man auch immer relativ gut gebrauchen. So, jetzt müssen wir aber gucken. 130. Okay, kriegen wir 93. Ja. Bei 40% Kommission. Okay, machen wir. Das sollte jetzt auch relativ schnell gehandelt sein. Müsste man eigentlich meinen. Ja, denkst du. Nee, nee, wir kriegen ja das Geld. Ich falsch rum gedacht. Da müssen wir erst die ganzen Bioplastik rausschaffen, bevor der Vogel hier wieder geht. Schon auch ein sehr schönes Schiff so. Die gefallen mir. Ja, es wird Zeit, dass mal irgendwie wieder ein richtig gutes Weltraumspiel kommt. Ich weiß, Star Citizen, ganz klar. Ja, aber meine Herren, die produzieren das seit irgendwie 3-4 Jahren. Ich kann mich erinnern, ja, das muss vor 3-4 Jahren gewesen sein, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Und nur noch dachte, boah, ich will. Und so mittlerweile, muss ich sagen, ist das Ganze ein bisschen an mir vorbeigezogen. Es dauert mir zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man Spiele so früh sozusagen ankündigt und dann so lange dran rumbastelt, das ist ein bisschen das gleiche wie bei DC. Das ist auch seit 10.000 Jahren in der Entwicklung. Und irgendwann, weiß nicht, ich verliere dann das Interesse daran. Das ist halt. Gut, wo sind wir denn hier stehen geblieben? Nahrung haben wir. Können wir immer noch so laufen lassen. Hier die Kollektoren. Der wird noch gebaut. Und hier hinten. Aha. Können wir das Ding schon mal hochziehen. Ist schon gut. Die Windturbinen kosten wesentlich weniger wie die Solarmodule hier. Gut, wie sieht es denn jetzt aus? Naja, ist zwar ein blöder Moment, um zu gucken. In der Nacht, das bringt nicht viel. Aber wir sehen den Kollektoren an, dass das gar nicht so schlecht läuft. Würde ich mal denken. Die Nahrung geht langsam ein bisschen runter. Da müssen wir aufpassen. Sonst machen wir hier wieder zu mit den Kolonisten. Und kaum sag es, kommt nochmal Nachschub. Nochmal 2 Stück. Okay, wie viele haben wir jetzt insgesamt? 94. Puh, wir nähern uns den 100 an. Also, das im Auge behalten. Was wäre denn das nächste, was wir machen könnten? Das ist ziemlich ausgeglichen hier. Vielleicht tatsächlich nochmal eine Kantine? Oder, nee, dann doch lieber nochmal was, wo man Essen generiert sozusagen. Passt hier noch was hin? Wir schauen mal. Falsch. Biodom klein. Nee, nee. Das passt da nicht hin. Hier wollten wir ja auch nochmal einen Schlafraum haben, wegen den beiden Sauerstoffgeneratoren. Hier oben könnten wir noch was machen. Dann hätten sie... Die sind ein bisschen weit ab vom Schuss. Wo haben wir das Lager? Hier unten. Das ist halt eben genau hier. Aber wenn wir den hier hin machen, vielleicht sogar in groß, da wären wir relativ schnell beim Lager. Hier wären wir bei der Bar. Das bringt nicht viel, aber hier dazwischen. Und da an den Sauerstoffgenerator anschließen. Dann müsste hier auch noch was hingehen. Jetzt müssen wir schon fast architektonisch ein bisschen schauen. Sollen wir das machen? Ja, machen wir mal. Wenn es nichts nützt, schadet es nichts, würde ich mal meinen. Ja gut, liebe Leute. Ich würde sagen, für heute war's das. Ich muss jetzt echt langsam in die Haya. Und die hier, die müssen wahrscheinlich auch bald mal schlafen gehen. Gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ups. Sagenhaft. Okay. Bis dann. Tschüss.